Wir kommen zurück. Dill. Hallo. Hallo. Du bist ja süß. What just happened? What was that? Ah, you're back with us. Good. Those memories, they felt different. What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black. Just a quirk of the technology. So they were my memories. What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, let's proceed. Proceed. Right. Na klar. Warum hat denn den süßen Hund weggeworfen? Wo ist der überhaupt gelandet? Da. Oh, du Knuffelhund. Achso, das war das Bild. Der Fernseher, der so vibriert hat, geflackert hat. Let me give you an example. How old are you? 25. Right. Let's imagine. Tonight, you're walking home after work. You see a horse in the middle of the street and you're scared. You start uncontrollably panicking. Your heart is pounding, your hands get sweaty. You don't understand what's happening to you. And you're an adult, for Christ's sake. You shouldn't be scared of a horse. Now, you've no way of knowing what the root of this phobia is, but my therapy will make everything clear for you in an hour, maybe less. Perhaps when you were 2 or 3 years old, your brother snuck into your room one night, wearing a horse mask on his head. Perhaps he just stood there staring, watching, breathing, waiting. You woke up and you were terrified. I call it TRT, Toy Regression Therapy. Yeah. Give patients toys or mementos from their childhood and the psychoanalytic magic works miracles. Na klar. Ah. Das ist der Partymann. Der ist auch ein bisschen lustig, tut mir leid. Der Partymann. Party! Viele Patienten in Lithurst behaupten, den Marionettenspieler gesehen zu haben. Gerüchten zufolge durchstreift er die Anstalt seit Jahrzehnten im Verborgenen, zieht überall seine Fäden und zeigt uns die Wege auf, denen wir folgen müssen. Ich selbst habe ihn nie gesehen, aber ich fürchte den Tag, an dem ich ihm begegne. DK. Wer ist denn DK? Party! Party! Party. Tom Elliott. Unbekannt. 10.11.98. Patient leidet an Angstzuständen und weigert sich, andere persönliche Informationen als seinen Namen preiszugeben. Er erwähnt viele traumatische Ereignisse aus dem Krieg, behauptet aber gelegentlich, diese nur in einem Film gesehen zu haben. Wiederholt häufig den Satz, wir denken alle dieselben Dinge zur selben Zeit. Fallinformationen. Einschätzung von Dr. Benway. Extremitäten amputieren, Zunge amputieren, Vergangenheit amputieren, Willen amputieren. Er wurde eine zu große Belastung. Das ist eigentlich nicht witzig, aber... Ah! Alter, keine selbstfahrenden Rollstühle! Bitte! So, können die mal kurz ruhig sein? Ich muss was hören. How much did this new treatment help you to discover your inner self? Inner self? I'm no such thing. Please. I just wanted to serve my country. Don't change the subject. I'll ask again. On a scale of 1 to 10... You made them cut my fucking arms off. My fucking... We did it to save your life. That landmine. I will end you, motherfucker. I will crush your fucking throat. How? You have no arms. But you seem to be much less concerned about your past mistakes now, so let's call that a 9, shall we? Ich habe ein bisschen Angst, auf was die da die ganze Zeit draufschlagen, während die Party sagen. Unsere geschätzten Amputierten. Tom Elliott, John Doe, Richard Brown, Edward Waynes, Robert Collins. Unsere geschätzten Amputierten? Also ich denke mal nicht, die werden nicht geschätzt haben, wen sie amputiert haben, sondern sie werden sie schätzen. Kann es sein, dass die Irrenhauspassagen gar nicht seine Erinnerung, sondern die von dem Typ an der Puppet Master glaubt? Das kann... Ja. Das kann natürlich auch sein. Oder dieser Red, der mit uns spricht, ist der Puppet Master. Oder im schlimmsten Fall sind wir der Puppet Master. Achso, das ist eine Munition. Ich dachte, das wäre wieder ein Lock. Gesichert und geladen. Sehr schön. Ein Achievement gekriegt. Closing Lithurst. I mean, it's a sad, sad day for psychiatry and for people with mental health issues all over the world. I only helped my patients get better. Nothing more. And there's one thing I just don't understand. Why do the media still criticize my methods? How dare they? What about my results? Hmm? Not one idiot journalist ever asked how many of my patients were cured. Not one. I know why. It's because my patients got better. All of them. Even those who died. Especially those who died. Der ist doch völlig verrückt. Ja, ich muss das mal gucken, dass ich das samplen kann, dieses Party. Mit dem Beat ist schon irgendwie ganz cool. Ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, ich gehe gerade von denen weg. Wir sind ja eben ein bisschen abgebogen. Aber wir können aber nicht mehr zurück. Scheiße. Okay. Gerade die gestorben sind, denen geht es natürlich viel besser. Er hat also alle seine Patienten geheilt. I'm grateful... Warte mal. Nein, ich wollte eigentlich den machen. Ein bisschen ranzoomen, ne? Ohne dem zu nahe kommen zu müssen. I'm grateful, O great ones, for allowing me this glorious service. Not only have I managed to free a handful of souls of their vessels, but I found new converts to help me spread the light. Soon we will become one in its glory. Schade, dass ich jetzt die Partymenschen nicht gesehen habe. Ist das nach oben oder nach unten? Okay, nach oben. Ich weiß nicht, ob man sie hätte sehen können. Vielleicht. Vielleicht. Hier ist die Isolation Ward. Das ist sehr schön. Da möchte ich unbedingt sein. Seid ihr die Party People? Hey, Party People. You, my savior. Said you wouldn't regret letting me go. This is my art. All my brothers' sacrifices to the puppet master. You killed all those people. Wow. Well, thank you very much. You cannot kill what does not kill. They are free, and you will join them soon. Your dopamine levels have spiked. Are you enjoying this, Mr. Black? Ihn zu töten, ja. Ihn zu töten habe ich jetzt enjoyed, das stimmt. Okay, und das wäre jetzt nicht passiert, wenn wir ihn nicht freigelassen hätten. Was? Was habe ich gerade getan? Habe ich gerade jemanden freigelassen? Nein! Es tut mir leid, das wollte ich nicht. von Scott Hopkins an John Latham. Wir haben Ramses neuen Prototypen getestet. Er ist noch weit von dem nächsten großen Hammer entfernt, auf den wir alle gehofft hatten. 5 von 6 Testpersonen haben von schweren VR-Krankheitssyndromen berichtet, größtenteils Kopfschmerzen und oder Übelkeit. Auch bei der sogenannten Gedankenvisualisierung sind ein paar schwerwiegende Probleme aufgetreten. Die Testpersonen haben von frakturierten Gedächtniswelten berichtet und beschrieben das Gesamterlebnis als verwirrend. Ich denke, das sollte jemand direkt mit Ramsey besprechen. Wir wollten das Ding nächstes Jahr und nicht im nächsten verdammten Jahrzehnt verkaufen. Bitte Rückmeldung, Scott. Habe ich gerade jemanden freigelassen? Ich habe Angst. Ich drücke nicht nochmal auf den Knopf. Den da lasse ich nicht frei. Der König des Rollstuhlturms, Maestro Barry, er ist total durchgeknallt. Er sagt, er wird einem die Augen rausfressen, wenn man ihm zu nahe kommt. Sehr gut. Hier komme ich ja gar nicht weiter. Das ist der König des Rollstuhlturms. Dies ist Redmonds Reich. Fragt ihr euch, ob es ein Leben nach dem Tod gibt? Dann geht einfach weiter und findet es heraus. Oder zahlt den... Jetzt ist es zu spät. What the fuck? Robert Ramsey, Genie oder Scharlatan? Robert Ramsey, Chef der Wissenschafts- und Technikabteilung von Future Defense Group, genießt einen Ruf als einer der bedeutendsten Entwickler der Technikwelt. Seine Kritiker hingegen bezeichnen Ramsey als Scharlatan, der wiederholt beschuldigt wurde, Konzepte von seinen weniger bekannten Kollegen gestohlen zu haben. Wir sprachen mit dem früheren CEO von ADS, der behauptet, dass eines von Ramseys erfolgreichen Projekten auf einem Diebstahl basiert. Weiter auf Seite 6. Der Hetzer. Hallo? Mr. Rollstuhlmann? Hallo? Match found. Redmond Macy, kleptomaniac. Known aliases, Maestro Barry. Okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Melon. Sprich Freund und tritt ein. Melon. Warum gibt es diesen Raum? Das frage ich mich jetzt. Warum kann man hier rein? Man kann ja offensichtlich nichts tun hier. Naja. Es ist gerade sehr ruhig. Es ist für meinen Geschmack zu ruhig. Police Investigation Crime. What? Ach, natürlich. In Outlast würde der aufstehen, ja? Can't talk about our first lead, Mr. Black. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Okay, aber erstmal gucke ich mir die anderen Sachen an. Erstmal eine kleine Lesestunde. Vernehmungen. Der Tod von Jasper Prado verbleibt unaufgeklärt. Chadwick ist sich sicher, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen steht. Ich habe Jared Porter und Ethan Hamilton vernommen. Chadwick hat mit John Linden und Albert Hall gesprochen, aber wir scheinen keine Fortschritte zu machen. In Prados Telefonliste gab es noch jede Menge weiterer Namen, aber da er ein Dealer war, scheinen alle seine Freunde nur Kunden gewesen zu sein. Bart Flair. Ist wieder der Bart Flair. Incident Report, Polizeiprotokoll, Polizei, blablabla, Fallnummer hier und da, Name des Informanten Shane Carruth. Verkehrsunfall. Am Montag, dem 20. Juni um 4:26 Uhr wurde die Polizeistation von Bittell telefonisch über einen Verkehrsunfall nahe der Kreuzung Pike Hill auf der Route 10 in Kenntnis gesetzt. Bei Ankunft am Unfallort fanden wir ein Fahrzeug im nahegelegenen Wald vor. Maßnahmen. Der Wagen war offensichtlich gegen einen Baum geprallt und hatte Feuer gefangen. Aus diesem Grund haben wir Feuerlöscher eingesetzt und konnten das Feuer schnell löschen. Erste Untersuchungen ließen darauf schließen, dass sich der Unfall infolge stark erhöhter Geschwindigkeit ereignet hatte. Im Fahrzeug befanden sich keine Insassen. Bei weiteren Untersuchungen fanden wir eine Blutspur, die tiefer in den Wald führte, konnten aber keine Personen auffinden. Der Fahrer könnte also noch am Leben sein. Sein aktueller Aufenthalt ist unbekannt. Noch ein Incident Report. Vorfall. Möglicher Mordfall in einem verlassenen Lagerhaus. Am 20. Juni, kurz vor 14 Uhr, wurden wir telefonisch über den Fund einer männlichen Leiche im leerstehenden Lagerhaus nahe der Route 10 informiert. Die zum Tatort entsandten Polizisten konnten bestätigen, dass das Opfer dem Augenschein nach durch Schüsse in den Kopfbereich getötet wurde. Da das Opfer keine Ausweispapiere bei sich trug, muss zur Ermittlung der Identität eine forensische Untersuchung durchgeführt werden. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt. Maßnahmen. Die Ermittler konnten am Tatort Patronenhülsen sicherstellen, die mit dem Profil einer ca. 10 Meter von der Leiche gefundenen Pistole mit Schalldämpfer übereinstimmen. Diese Waffe konnte als selbstladende, von der Firma ADS entwickelte Pistole identifiziert werden. Oh Gott, hier gibt es so viele Sachen zu sehen. Leiche in Lagerhaus gefunden. Am Montag wurde in einem verlassenen Lagerhaus nahe der Route 10 die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Detective Chief Inspector Edwin Hughes sagte dazu, das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe erschossen. Aber wir wissen noch nicht, wie lange der Leichnam sich bereits dort befunden hat. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt, aber jetzt ist es schon recht offensichtlich, dass wir es hier mit einem Mordfall zu tun haben. Über die Identität des Toten wurden noch keine weiteren Angaben gemacht. Da kann man noch was hören. Das ist mal ein bisschen spannend. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. I was out on a run and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Okay, der hat also den Toten gefunden, der Jacob Singer. Okay. Wen haben wir denn hier? Detective Bart Fair. Ach, das ist der Mr. Bart Fair. Der hat auch einen Bart, wie passend. Detective Bart Fair. Examenabschluss in Kriminologie 94. Arbeitet seit 95 für das Severn Polizeidezernat. E 2009 die Tapferkeitsauszeichnung. Herzlichen Glückwunsch. Fallnummer, Delikt, zuständige Körperverletzung, hart. Mord, Fair und Chadwick. Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht, Grant. Unsittlicher Angriff auf Frau, Taylor. Gefährliches Fahrverhalten, Hauser. Und was ist angestrichen? Kamera. Der Homicide von Fair und Chadwick. Der ist angestrichen, okay. Detective Hector Chadwick. Und auf das Foto soll ich mich konzentrieren. Ich glaube, sonst haben wir aber... Ne, da unten haben wir noch was. Na, gib mir das. Detective Hector Chadwick, Examen für Kriminologie, arbeitet 97 für die Polizei von East Barburn, kam 99 zum Severn Polizeidezernat, wurde 2002 zum Detective befördert. Okay, na dann prüfen wir mal dieses Foto und gehen in eine weitere Erinnerung. Und ich versuche wieder mit so wenig Toten wie möglich da durchzukommen. Entschuldigung, bleib mich kurz aus. So, you do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point-blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Nicht, dass der Tote der ist, den... Wir haben ja hier auch jemanden erschossen. Ganz am Anfang, als wir das erste Mal hier waren und das Mädel da gerettet haben, da haben wir ja jemanden erschossen. Nicht, dass das damit zu tun hat. Ich habe eine Nachricht bekommen? Ah ja. Von Unbekannt. Black, wo bist du? Du hattest versprochen, mir zu helfen. Jesus, Mann. Your hands off. There's no need for any of this. Shut up. Move. Das ist so geil inszeniert alles hier. Das muss ich ja mal sagen. Hä? Also, da kam ich her. Da geht's nicht weiter. Also mir gefällt das sehr gut. Hier ist die Frau gewesen, wo wir die Bombe entschärfen wollten, was nicht geklappt hat. Ja. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. And try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. You brought me here. Fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense. You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the messages your mind is sending. Focus. It's your fault, it's your fault, it's your fault, it's your fault, it's your fault. Alles mein Fehler. Im Blut geschrieben? That's it. The Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Focus and proceed.